einen Augenblick zum Nachrichten im die Internetseite der Frankfurter Allgemeine Zeitung am Samstag, der 29. September 2018. Ich will keine Autorsrecht zerbrechen. Reker beklagt mangelnden Respekt von DITIB. Er war 13 Jahre alt. Als Jugendlicher verkaufte Toby Walsh sein erstes Computerprogramm. Messerangriff mitten in Ravensburg. Die umstrittene Vorratslagerung junger Fußballer. Von 5G hängt Deutschlands Zukunft ab. Räuber überfällt Tankstelle und bringt Beute zurück. Erdogan treffen im Schloss am Eigentümer gescheitert. Schauen Sie nicht weg. Chronischer Stress macht Sie aggressiv. Der Staat baut wieder mit. Sehnsucht nach Aufbruch. Die Koalition beschäftigt sich zwar viel mit sich selbst, tatenlos war sie aber keineswegs. Doch der Wirtschaft passt der Kurs der Regierung nicht. Wird sich das nun ändern? Keith Jarrett wird geehrt. Und er braucht das Publikum. Keith Jarrett erhält als erster Jazzmusiker der Goldenen Löwen von Venedig. Die Auftritte des erkrankten Pianisten sind abgesagt. Aber es wäre nicht das erste Mal, dass er wie ein Phönix aus der Asche zurückkehrt.